Ja, liebe Zocker-Lounger, herzlich willkommen zurück bei Alles, was glitzert in der Hauptkampagne von Siedler 4. Heute mal mit den Maya und ihr wisst ja, es sind schon ein paar Folgen ins Land gegangen. Wir haben aber auch schon eine geile Produktion eigentlich. Was nicht so geil ist, ist, dass ich kein Gold habe irgendwie, aber es ist gerade auch eher ein Trägerproblem. Ja. Und deshalb bauen wir jetzt auch dann doch noch ein großes Wohnhaus. Was soll's? Holzfäller findet keine. Muss mich das interessieren? Sie werden angegriffen. Okay, es muss mich jetzt Folgendes interessieren. Ich kann mir diesen Luxus nicht mehr leisten. Aber ich habe auch keine Siedler. Ach, scheiße, ich kann auch nicht rekrutieren, ne? Und ich habe doch hier schon. Boah, es ist fertig. Boah. Baut ruhig weiter Wohnhäuser. So. Jetzt haben wir hier wenigstens mal einen Turm stehen. Einen. Das sind viele und da kommt. Oh Mann, ich greife an. Ich warte nicht, ich greife an. Und ich sage euch warum. Weil wenn da jetzt noch Römer dazukommen, wäre es cool, wenn wir die nicht alle auf einmal bekämpfen müssen. So, der Turm schießt wenigstens mit. Und. Oh, oh. Ich ahne ganz Schlimmes. Und ich block mich hier schon wieder selber, ne? Oh Gott. Ich hasse Mana. Vor allem, wenn man selber keine hat. Oh, guck mal hier. Haha, da kommen Ritter nach. Die habe ich gerade alle gebaut. Scheiß auf Gold. Aber ich muss das verteidigen. Sind da Axtkämpfer dabei? Nee, gell? Verteidigt diesen Turm, bitte. Und jetzt kriege ich auch noch auf Leichtprobleme in der Mission. Es ist echt, aber das habe ich, ist total selbstverschuldet. Wenn ich das überlebe, sollte ich dringend mal an meiner Siedlerproduktion arbeiten. Oh, da kämpfen drei Generäle. Drei. Okay, hier, der haut ab, warum auch immer. Der Wikinger haut ab. Der Römer steht aber direkt am Turm. Sie werden ange... Was du nicht sagst. Komm mal runter. Wir könnten noch mal teleporten probieren. Meine Fresse. Sag bitte, dass da nur noch Bogenschützen stehen. Okay. Lock die mal alle schön in den Turm. Da sind noch Ritter dabei. Boah, meine ganze Elite, alles tot. Das hat mir... Ich weiß ja nicht, wie viele angegriffen hat, aber das hat auch mir wehgetan. Ganz klare Geschichte. Haut wieder ab. Boah. So, wir haben so viele Waffen, also macht was draus. Ja, Musik. Hab ich. Boah, das geht ja gut los. Hab ich. Was will ich eigentlich? Fische. Ich will mehr Fische, deswegen habe ich hier den Turm gebaut. Guck mal, du bist Elite, du kannst gleich mal da vorlatschen.
Eine Angel. Ein Holzfäller. Werde ich echt immer noch angegriffen? Keine Bäume mehr. Ciao. Hab ja gerade einen neuen gesetzt. Ne? So. Wenigstens haben wir das verteidigt. Immerhin. So. So, so, so. Ihr müsst, glaube ich, mal ein bisschen umgesetzt werden. Keine Steine mehr. Fast richtig. Weil sich unter Umgebung kein Krieger aufhält. Okay, können wir ändern. Jetzt hält sich einer auf. Und meine Tequila-Jungs, die langweilen sich immer noch. Also, Agaven-Action. Die nächsten drei. So vielleicht. Jetzt haben wir es ja dann wüstentechnisch. Ja, komm hier. Weiter geht's. Jetzt habe ich mich so sicher gefühlt. Und jetzt hat er mich mal richtig runtergeholt, die KI. Boah, leck. Komm, vielleicht ist ein bisschen Gold dabei. Nee. Das brauche ich jetzt zur Abwechslung mal gar nicht. Wir haben immerhin ein paar Waffen vorproduziert. Wir müssten also militärtechnisch explodieren. Tun wir aber nicht, weil wir keine Siedler haben. Das ist echt mal bitter. Da können wir abreißen. Können wir auch abreißen und wir reißen noch einen ab. Und dann bauen wir die auch gleich wieder neu. Kommt schon. Ja, sammelt euch und so weiter. Und wir bauen jetzt auch wieder ein bisschen Lazarett-Action. Kommen wir mal hier hin. Warum haben wir eigentlich auch so wenig Mana? Weil die Agaven keiner... Ach, Kacke, weil die Agaven einfach keiner abholt. Das ist der einzige Grund. Und Holz haben wir offensichtlich auch keins mehr. Puh, wenn Scheiße läuft. Ich muss da irgendwie noch eine Holzproduktion mit reinbauen. Und jetzt sollen wir wieder die Träger reduzieren. Ugh. Mach mal Prio hier hinter. Bring mal die 6 Bretter her jetzt. Dann tut sich wieder was. Hat mir das hier was gebracht? Nee. Irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Wir könnten auch hier einen Holzfäller hinbauen. Laufen beide Mühlen? Ja, kann man schon sagen, glaube ich. Läuft die auch? Ja, tut sie. Und die läuft eher. Also Getreidefarmen brauchen wir erstmal nicht. Haben wir aber auch genug Brot? Das ist die Quizfrage und das musste ich dann wohl eher mit Nein beantworten. Werkzeug rumliegen, ein Hammer und eine Schaufel. Ach Gott.
Auch da scheitert es an fehlenden Siedlern. So, dann bauen wir schön hier wieder rein. Du baust hier schön hier wieder rein. Und du baust wieder schön hier rein. So weit, so gut. Da kommt 1, 2. Vielleicht 3? Nö, nicht wirklich. Auf jeden Fall gibt es ein paar neue Ritter. So, besetzen. Geht natürlich jetzt auch keine Elite rein, auch klar, ne? Und die Waffen scheine ich gar nicht mehr wegzukriegen. Aber sieht das eigentlich nach Eisenmangel aus? So ein bisschen schon, ne? Eisenmine. Hier geht eine Eisenmine. 3. Tu das mal sicherheitshalber. Und Spitzhacken haben wir keine mehr. 1, 2, 3. Oh oh. Oh oh. So, Prio hier raus. Nicht, dass ich mich hier wieder irgendwie blocken tue. Keine Steine mehr. Ja, ist in Ordnung. Ciao. Heul doch. Oh, solange die noch... Weißt du was? Ich will auf freiem Gelände diesmal kämpfen. Du Oschi. Welches Volk hat eigentlich den Zauber, damit der Gegner seine Waffen fallen lässt? Das ist nämlich auch cool auf eigenem Land. So. Oh oh. Sammelt euch mal. Also auch wir müssen erst einen Pulk bilden. Haben wir noch Elite? Noch überhaupt keine Elite mehr. Und wir müssen darauf achten, dass wir auf meinem Land kämpfen. Okay, dann geht ihr vielleicht da mal dazu. Puh. Soll ich euch was sagen? Wir rennen schon mal mit den Schwertkämpfern wieder weg. Ich glaube, ich muss nochmal laden. Ich sterbe sogar auf Mittel. Leicht. Die haben keine Chance, ne? Bogenschützen, lauft. Lauft, lauft um euer Leben. Denn ihr seid langsamer. Merke ich gerade. Okay. Lenk sie ab. Okay, lauft wieder weiter. Kommt da noch was rittertechnisch? Oh Mann. Brio. Komm. Brio, Brio, Brio. So, jetzt könnte er eigentlich auch schießen. Jetzt ist eh alles egal. Oh Mann. So ein Hals. Ehrlich, jetzt fliege ich wieder auf die Fresse. Was habe ich denn jetzt gewonnen, im Schwierigkeitsgrad runterzugehen? Mann. Mann, 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 Mann. Noch zurückerobern? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall
wäre ja jetzt wieder das Wohnhaus fertig. Das würde jetzt wieder 50 neue Ritter bedeuten. Was habe ich verloren? Minimum ein Bauernhof? Nein. Ich habe alles verloren, weil ich gleich Game Over bin. Komm mal her. Können wir zaubern? 19 können wir nicht. Tja, liebe Talker Launcher, das passiert, wenn man von beiden KIs gleichzeitig angegriffen wird. Auch ohne Gold. Boah, hey, Gott sei Dank bin ich im Schwierigkeitsgrad runter. Ey, warum ist das so schwer? Ja, also. Wir laden dann nochmal, ne? Also und sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, ciao.